Herr St. Leonharder Kirtag, einer der größten seinesgleichen, ist seit jeher ein außergewöhnliches Kirchweihfest. Gefeiert wird nämlich nicht nur am ersten Sonntag im September, sondern auch am darauffolgenden Montag. Gerade der Kirtag Montag hat seit 1830 eine besondere Bedeutung für die bäuerliche Bevölkerung. Denn durch einen kaiserlichen Erlass aus diesem Jahr wird die Abhaltung eines Viehmarktes genehmigt. Bis zu seiner Auflassung 1961 stand dieser Leonhardimarkt im Mittelpunkt und hatte wegen seines Umfanges eine besonders große Bedeutung. Ja, da haben so 800, 900 bis 1000 Stück auch da gewesen. Ochsen, Schor, Stierl, Kier, Kalmer, was halt so gebraucht worden ist. Die Gebirgler haben da früher nicht die Kalbe verkauft, die haben da jetzt aufgezogen. Das hat es gar nicht gegeben, eine Kalbe anstechen, nicht außer es war ein Kramp oder sonst ein Fehler. Alles andere ist aufgezogen worden. Zum Milchliefern haben sie keine Gelegenheit gehabt, wegen einem Transport da und heraus, war ein typisch Haltegebiet. Die haben die Kühe gekauft und eine Schlocke haben sie wieder hergegeben, nicht, und dann nachgekauft. Die haben nichts ziegelt heraus, nichts aufgezogen. Das war alles ein Gebirgler überlassen. Mühsam und abenteuerlich war bereits der Auftrieb der Rinder und erforderte eine sorgfältige Vorplanung. Die haben es so aus den Tälern ausgetrieben, auf einem bestimmten Ort, in Lungau, auf St. Michael oder St. Martin, und da haben sie übernommen worden und haben über den Dauern drin worden in Rotstadt, in den Baumwagen rein. Das hat schon zwei, drei Tage gedauert, das Umtreiben. Und mit der Bahn haben sie bis Hallein transportiert worden, nächsten Tag haben sie erst ausgeladen worden wieder. Und da auf Lenhardt her drüben, am Samstag schon. Am Sonntag war Zutriebtag und am Montag war dann erst der Viehmarkttag. Wie kann man den Markt bezeichnen für die Viehhändler? Aus gutem Markt, geschäftlich oder eher weniger gutem Markt? Das war ein ganz guter Markt, weit und bekannt und beliebt, weil der zeitlich hat er so passt. Der Wohlfahrtsort St. Leonhardt hat er so gestimmt. Die haben Kirchen gegangen, haben da Vertrauen gehabt zum Leonhard, der hilft, dass keine Falsche erwischen. Und hat alles zusammengepasst. Die haben heraus mit der Arbeit schon ein wenig fertig gewesen, mit dem Rad, mit dem Eigen. Und haben dann eine Viecher gekauft. Haben sie auch wieder zum Teil zu Fuß heimgetrieben. Dann ist es schon ein wenig angegangen mit den Lastwagen. Einige haben es mit Lastwagen heimgefahren, aber bis Maunsee haben sie zu Fuß getrieben. Max, du hast ja einen Schorenwirt immer geholfen und unterstützt bei der Vorbereitung zu dem Kirtag. Als Kinder haben wir schon gearbeitet daheim beim Zehen. Die Viecher sind tagelang vorher schon gekommen und da haben wir da mitgeholfen. Dann Hirten, die haben bei der Nacht gekirrt werden müssen, weil sie ja schon im Freien da waren alles. Und nachher bin ich dann beim Schorenwirt dabei tätig gewesen. Da ist zuerst das große Marktgelände einzeint worden, haben wir schon tagelang die Zeine gemacht. Und dann, im Laufe der Jahre habe ich weiter, habe ich dann bei der Schank mitgearbeitet und auch später eine Schank selber gehabt. Und das war eine recht interessante für uns Junge, weil ein bisschen was gebracht hat es auch. Viel nicht, aber ein wenig was haben wir auch noch verdient dabei. Die Unterbringung der über 1000 Rinder samt deren Besitzern war ein willkommener Zuverdienst für die Bauern rund um St. Leonhard. Ja, die Viecher sind zum Teil am Donnerstag schon gekommen, die ersten Handler, die von weiter her sind, am Freitag, Samstag. Und die sind bei allen Bauern im Dorf untergebracht worden. Jeder hat geschaut, dass er seinen eigenen Garten einzeint hat und da einen Teil. Und der Großteil ist halt dann im Freien. Auch die Viehhandler haben da geschlafen, wir Kinder haben da kein Bett nicht mehr gehabt, weil da haben Viehhandler drin gewesen. Wir sind dann bei der Nacht Hirten gegangen. Ist bei dem Viehmarkt immer recht friedlich zugegangen? Ja, es hat schon dazugehört zum Markt, dass einmal ein paar, die zu viel über den Durst getrunken haben, da mal ein wenig raviat worden sind. Und ab und zu hat es ein bisschen eine grobe Schlägerei gegeben und etliche Krieg sind draufgegangen. Aber das war nicht so ganz arg. Für den Schornwirt in St. Leonhard war der Viehmarkt traditionell der wirtschaftliche Höhepunkt im Jahr. Schließlich wollten die Viehhändler und deren Kunden ordentlich verköstigt werden. Ja, das war eine ganz große Tradition bei uns, der Kirtag. Das ist schon ganz weit zurück, drei Generationen, kann man sagen. Und die Verpflegung war natürlich sehr intensiv. Es hat nicht viel gegeben, aber es hat lang gedauert. Um 5 Uhr in der Früh sind schon die Hirten gekommen, einer vom Viech.
Die haben schon eine Suppe gebraucht, die haben ein Lingerl gebraucht. Und da ist es halt nachher so weitergegangen den ganzen Tag. Und die Bauern, die haben halt gern ein Tellerfleisch gegessen und einen Braten und dann gute Würsteln und Leberkäse. Und so ist es halt den ganzen Tag fortgegangen. Schon immer spielte das Wetter für das Geschäft am St. Leonharder Kirtag die Hauptrolle. Wir haben natürlich auch gehofft auf ein schönes Wetter, da haben wir halt Massenbier gebracht. Und da ist der Kaltenhauser Bierwagen halt dauernd unterwegs gewesen mit den Rosen. Früher hat man alles mit den Rosen gebracht, weil wir haben keine Kühlung gehabt. Da ist alles von Eiskeller rausgekommen und das Bier ist uns da geliefert worden mit den Rosen. Und wenn das Wetter schön gewesen ist, haben wir schon Massenbier gebracht. Das war natürlich für uns schon weit ganz gut. Beim schlechten Wetter war es natürlich schlimm, weil da haben uns vom Markt die Bauern den ganzen Dreck von der Wiesn reingetragen, dass wir am nächsten Tag mit der Schaufel den Dreck rausgefahren haben. 1961 fand der Viehmarkt sein Ende. Plötzlich schien das Ganze rundherum nicht mehr zeitgemäß. Ja, da ist einmal eine Zeit gekommen, die haben nicht mehr das Gewurstelt nicht mehr mögen, das Treiben, das Nachrennen, das war ja kreuz und quer, der Auftritt dort hintrim, dort herdrim, mit 30, 40 und 50 Stück ein Handler, der Treiber anstehen müssen, dann haben sie die Kramerstandl umgerannt und das ist passiert und das. Und das hat niemand mehr, umständlich einfach, das hat niemand mehr richtig dann mögen. Die haben gesagt, die Handler haben beschlossen, die holen sie sich in Salzburg auch, da waren zentrale Einstallungen. Das hat sich dann alles ein wenig aufgelassen. Nicht? Erhalten blieb der Standlmarkt am Sonntag, aber auch der Nachkirtag am Montag. Diesen Termin nutzt man nun für die Veranstaltungen im Rahmen des Bauernherbstes, um wenigstens ein wenig der alten Tradition gerecht zu werden.